alle Leute. Heute machen wir zusätzlich zu unserer Verbrauchsnormrunde einen zusätzlichen Test, der in einem eigenen Video kommt. Und zwar geht es um Gebirge, Bergstrecken, Hügelstrecken. Ich möchte drei Dinge herausfinden, die zumindest für mich interessant sind. Ob sie für euch interessant sind, weiß ich nicht. Und zwar zum einen, wie hoch ist der Verbrauch auf Steigungsstrecken wirklich? Und zwar Steigung und Gefälle gemeinsam. Man hört ja immer wieder oder man liest in den Foren, ja, ich wohne im Gebirge oder auf der Schwäbischen Alb oder sonst wo. Und ich kann natürlich nie die Verbräuche zusammenbringen, die ihr im Flachland schafft. Wir schauen uns das an. Und mein Verdacht ist, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Das zweite, was ich herausfinden möchte, ist der effektive Rekuperationsgrad in der Praxis. Ich rede nicht von den 60, 80, 90% Fantasiewerken, die da in irgendwelchen Foren oder Fachmedien herumgeistern, sondern ich rede von der Realität. Und das dritte, was ich herausfinden möchte, ist, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Freak-Thema, was ist effizienter? Flach rauf, steil runter oder steil rauf und flach runter. Beim Verbrenner ist die Sache relativ eindeutig. Dadurch, dass man im Gefälle ja nichts zurückgewinnt, nichts rekuperiert, sondern lediglich mit null Verbrauch fahren kann durch die Schubabschaltung, ist bei Verbrennern ist immer effizienter, steil rauf und flach runter zu fahren, da die flache Abfahrtstrecke natürlich länger ist und dadurch kann man einen längeren Anteil der Strecke ohne Verbrauch fahren. Zum Fahrzeug selber, es ist ein Hyundai Kona. Die technischen Daten blende ich hier ein. Es ist der mit der großen Batterie und dem starken Motor. Und das Fahrzeug ist ja eigentlich eines der effizienteren auf dem Markt. Und es hat jetzt aber für diesen Test nicht unbedingt Relevanz. Es geht ja dann eher um den Vergleich des Verbrauchs auch mit meiner Verbrauchsfahrt im anderen Video, das gleichzeitig kommt. Die Strecke selbst, es ist eine Runde, 13,8 Kilometer. Oder? Nee. Ja, 13,8. Wir fahren jetzt zuerst gegen den Uhrzeigersinn, also steil rauf. Die Steigungsstrecke ist 6,3 Kilometer, die Abfahrt 7,5. Und wir werden die jeweiligen Verbräuche am tiefsten und am höchsten Punkt, die habe ich hier in der Karte markiert, mit dem blauen den tiefsten und rot den höchsten Punkt, jeweils nehmen und dann schauen, wie sich die einzelnen Teilverbräuche hier ergeben und was wir dann daraus lesen können. Wir werden nach jeder Runde beim Kreisverkehr an der tiefsten Stelle wenden, sodass wir jeweils die Richtung wechseln, um Einflüsse wie Batterietemperatur und so weiter hier möglichst zu minimieren. Ich fahre grundsätzlich so, wie ich immer fahre, das heißt effizient, aber niedriger Verbrauch ist jetzt nicht unbedingt das Ziel dieses Tests, sondern geht eher um das Rausfinden der relativen Verbrauchswerte. Ich halte mich hier natürlich im Großen und Ganzen an die Geschwindigkeitsbeschränkungen und an die Gesetze der Vernunft und des Hausverstandes mit meiner Fahrweise.
Ende der ersten steilen Abfahrt. Also haben jetzt zwei Runden absolviert. 27,9 Kilometer Distanz. Und 11,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. So, wir haben die vierte Runde beendet, sind wieder im Tal und haben bei einer Distanz von 55,9 Kilometern, genau 56 Kilometern, 11,0 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Also kommen wir zu den Ergebnissen unseres Bergtests mit dem Hyundai Kona. Die erste Frage, die ich gestellt habe, wie hoch ist der Verbrauch am Berg bei gleicher Ausgangssehhöhe verglichen mit anderen Fahrten, mit Flachland, mit innerstädtisch. Das Ergebnis, ihr seht es hier, 11 Kilowattstunden auf 100 Kilometer nach 4 Runden am Berg mit insgesamt ca. 2000 Höhenmeter Steigung und 2000 Gefälle. Die einzelnen Zwischenverbräuche am unteren Todpunkt waren 11,2, 11,2, 11,1 und 11. Also es ist konstant um die 11. Bei meinem Test auf der Normverbrauchsrunde hatte ich 10,6, also sind wir weniger als 4% darüber. Also behaupte ich zumindest jetzt mal guten Gewissens, man kann am Berg genauso effizient und sparsam fahren wie bei anderen, unter anderen Voraussetzungen, hohe Geschwindigkeiten ausgenommen. So, zweite Findung, Rekuperationsgrad. Wie viel rekuperieren wir? Und ich habe es ja schon vorher gesagt, man liest doch von 60%, 70%, 80%. Naja, hier sehen wir 0,48. Das heißt, weniger als die Hälfte der Energie, die man aufwendet, wird beim Bremsen rekuperiert. Warum ist das so? Naja, am Prüfstand hat man natürlich 60%, vielleicht sogar darüber Rekuperationsrate, aber wir fahren ja mit unseren Fahrzeugen nicht auf dem Prüfstand, sondern in der realen Welt. Und in der realen Welt gibt es Rollwiderstand, gibt es Luftwiderstand, gibt es interne Widerstände des Fahrzeuges, gibt es genügend Fahrer, die nicht effizient fahren, und so kommen halt Rekuperationsraten von weit unter 50% zustande. Denn zu diesem Ergebnis hier beim Kona ist zu sagen, wir haben hier ein Fahrzeug, das bergauf oder im Zugbetrieb sehr effizient ist, das im Schubbetrieb, also bei der Rekuperation im Bremsmodus, ebenfalls sehr effizient ist. Das haben wir bei der Normrunde gesehen. Und wir haben hier einen Fahrer, der sehr effizient fährt. Und trotzdem sind wir nur bei 0,48. Ohne jetzt die Ergebnisse vorwegzunehmen, aber ich habe diese Tests auch mit anderen Fahrzeugen durchgeführt und wir bewegen uns im groben Schnitt der Fahrzeuge, der Elektrofahrzeuge, die heutzutage auf dem Markt sind, unter perfekten Voraussetzungen im Bereich zwischen 35% und 40% Rekuperationsrate. Der Kona ist hier insofern ein Ausreißer, da er sehr effizient ist von der Motor, vom Motor her. Also, künftig, wenn ihr darüber redet, wie viel ihr rekuperiert, nein, also sagt 0,4, dann seid ihr schon sehr gut. Mit diesem Test möchte ich auch meine Aussage unterstreichen, dass es immer effizienter ist zu segeln, als zu rekuperieren. Warum? Wenn ich bremse, musste ich ja vorher Geschwindigkeit aufbauen. Und wir sehen hier, dass man ja nie die Menge an Energie, die man vorher eingesetzt hat, dann zurückgewinnt. Wenn ich jetzt aber früher vom Gas gehe, das Fahrzeug rollen lasse, segle, muss ich vorher weniger Energie einsetzen, selbst wenn es vorher nur um das Beharren bei einer gewissen Geschwindigkeit geht, braucht das Energie. Und ich bekomme die Energie nie zurück. Maximal zu 40 oder in diesem Fall jetzt 48%. Deswegen ist es, wenn man effizient fahren will, wenn man sparsam fahren will, das Gebot der Stunde zu segeln.
Und dann kommen wir zur dritten Findung des heutigen Tages. Wie gesagt, das ist ein bisschen ein Freak-Thema. Und zwar, wie verhalten sich die Verbräuche in Relation zum Steigungsgrad, zum Gefällegrad? Und da haben wir, also ich habe jetzt ausgewertet, steil rauffahren und flach runterfahren, haben wir auf dieser Runde einen Absolutverbrauch von 3,09 Kilowattstunden. Flach rauf, steil runter, 3,07. Also das ist im Bereich der Toleranz. Also da gibt es keinen Unterschied. Wo es jetzt aber interessant wird, ist, flach rauf und flach runter habe ich 3,21, also knapp 7% mehr oder 6% mehr. Und steil rauf und steil runter habe ich 2,95. Was heißt das jetzt? Es ist immer effizienter, die kürzere Strecke zu fahren, auch wenn sie steiler ist. Man hat ja manchmal die Möglichkeit, vor allem wenn man jetzt in hügeligeren Gegenden wohnt, dass man sagt, okay, ich fahre die längere Strecke, weil es weniger steil ist und dort brauche ich weniger Energie. Das stimmt, wenn man sich den Durchschnittsverbrauch ansieht. Hier, also flach rauf, flach runter, ist der Durchschnittsverbrauch 10,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, aber die Strecke ist länger. Also im Endeffekt brauche ich mehr Energie, als wenn ich steil rauf, steil runter fahre und dafür eine kürzere Strecke. Ich habe zwar einen Durchschnittsverbrauch von 11,88, aber absolut verbrauche ich weniger Energie. Für Stammtisch, für die Diskussionen im Internet über die Verbrauchshöhe ist es natürlich besser, wenn man die flache Strecke fährt, weil dann hat man schön niedrige Werte. Aber im Endeffekt für den Realverbrauch, für die Geldtasche, ist es besser, kurz und steil zu fahren, als lang und flach. Ich werde diese Tests jetzt, solange es die Zeit zulässt und die Möglichkeit, das Fahrzeug zu nutzen, machen und Fahrzeuge auch miteinander vergleichen. Wie gesagt, ich habe das schon bei einigen jetzt gemacht. Die Videos sind noch nicht online, beziehungsweise ich habe auch das jetzt nur für mich selbst gemacht. Und zusammenfassend Rekuperationsgrad 40%, dann sind wir schon sehr gut. Der Verbrauch von 11 Kilowattstunden auf 100 Kilometer in Relation zu den 10,6, die wir auf der Normrunde hatten, das ist jetzt aber auch nicht zurückzuführen darauf, dass der Kona sehr effizient ist. Ich habe diese Tests auch schon mit anderen Fahrzeugen gemacht und das ist eine allgemeingültige Aussage. Also ich bin teilweise mit genau dem gleichen Verbrauch auf diesem Steigungskurs gefahren wie auf der Normrunde. Am meisten hängt es ab von den äußeren Umständen. Das werdet ihr dann vielleicht später bei den nächsten Videos sehen. Das war der Hyundai Kona. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann liked das Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert diesen Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr kein Video. Und wenn ihr was zu sagen habt, bitte kommentiert. Ciao.